willkommen zu einem neuen Farmvlog. Und zwar bin ich jetzt 2 Wochen auf Montage gewesen beim Aufbau einer UFF, also einer Universal-Fahrständerfräsmaschine. Hier ein kleines Bild mit einer Bearbeitungslänge von 6 Metern langen Teilen. Aber nun gut, das Mulchen haben wir abgeschlossen und den Mulcher wieder zurückgebracht, wie es gehört. Gesäubert und geputzt natürlich. Und im gleichen Zug haben wir uns einen 7720 zum Händler gebracht, da der Allrad von dem nicht mehr rausging. Es hat zwar im Traktor angezeigt, dass er draußen ist, aber ist trotzdem nicht draußen gewesen. Und ja, jetzt haben wir ihn wieder geholt und nach 2 Tagen da hat wieder alles funktioniert. Wir sind hier zu sehen in den letzten Zügen von der Aussaat von der Wintergerste mit unserem 7720 und einem Eigenbau-Frontpacker. Dahinter haben wir die Kreissäge HR4003 von Kuhn und einer aufgesattelten Winter LC402 Sämaschine, ebenfalls von Kuhn. Wie gesagt, es ist eine Aufbaudrillmaschine, wie der Name schon sagt, zum Aufbau auf Bodenbearbeitungsgeräten, zur gleichzeitigen Saatbettbereitung und Aussaat. Genau. Ja, sonst, sie hat ein bisschen Daten für Sämaschine. Sie hat ein zentrales Dosierorgan mit einem leistungsstarken Gebläse für eine exakte Verteilung. Auch bei großen Saatmengen zum Beispiel ist es trotzdem noch ziemlich genau. Sie hat eine integrierte Fliehkraftkupplung, Gebläseantrieb. Und ja, die Spurräse sind nicht an der Sämaschine, sondern am Bearbeitungsgerät befestigt. Das Bearbeitungsgerät hat einen großen Schardurchgang, also das Schar muss man sich vorstellen wie ein umgedrehtes U. Und da haben wir zwischendrin, das U hat ca. 52 mm Abstand. Ja, das Ganze mal angebaut durch eine Schnellkupplungsdreieck, wie man von bestimmten Mähwerken oder sowas auch kennt. Wir haben an dem eine kleine elektrische Steuerung für die Fahrgassenschaltung und Überwachungsfunktion des Hector 3000. Das war aber dabei. Die Arbeitsbreite dieser Sämaschine, wie man vielleicht schon aus der HR4 und LC420 haben wir eine Arbeitsbreite von 4 Meter mit Doppelscheibenschar. Und ja, sonst gibt es eigentlich nichts Besonderes zu sagen. Sie hat einen Tank mit 1200 Liter, also bei der Gerste sind es ungefähr 600 Kilogramm, was reingehen, und reicht für ca. 3 Hektar bei uns. Ja, wir haben auf dem Acker hier zweimal Ausfallgetreide gekruppert und säen jetzt ganz normal drauf mit einer Arbeitsgeschwindigkeit von ca. 9 bis 10 Kilometer in der Stunde und bei einer Motordrehzahl von 2000 Umdrehungen. Wir haben jetzt in den letzten Zügen haben wir ungebeiztes Saatgut, weil wir sagen, wir lassen das gebeizte Saatgut, was zu viel wäre, nicht einfach so rumliegen. Deswegen holen wir immer ein bisschen weniger gebeiztes Saatgut und der Rest wird mit dem normalen Saatgut von letztes Jahr, oder was heißt letztes Jahr, von diesem Jahr eingesät. Ja, sonst gibt es eigentlich jetzt nichts Großartiges zum Säen sagen. Sämaschine fährt mein Opa. Er hat ein eigenes Lenksystem in seiner Hand. Ich finde immer, nein. Die Spurreiser sind bei uns mittig ausgerichtet, also auf Traktormitte. Da wir mit den breiten Reifen, die wir drauf haben, die Spur nicht genau halten können, sonst mit Mitte fahren. So klappt das eigentlich ganz gut. Genau. Und sonst gibt es eigentlich nichts
Großes mehr zum Sehen sagen. Ich hoffe, euch hat der kleine Beitrag gefallen. Und vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Ciao.